Die Stimmung bei den Hachingern glänzend. Toyota Vollert nach der Geburt der Tochter wieder im Kasten. Die Spielvereinigung fühlt sich wohl in der Rolle des Underdog. Sandhausen, letztes Wochenende mit wehenden Fahnen untergegangen, muss 4 Wochen auf Präsident Machmeier im Innenraum verzichten, der zudem 10.000 Euro Geldstrafe zahlen muss, wegen einer Schiedsrichterrempelei bei der Niederlage gegen Ulm. Heute gehört die Anfangsphase den Sandhäusern. Ausgerechnet Otto, normalerweise ein Kopfballungeheuer, sträflich frei, 2. Minute. Schon 3 Tore mit dem Kopf für Otto bisher. Und gleich fliegt die nächste Flanke in den Strafraum. Otto geblockt, dafür Maciejewski frei, er säbelt daneben. Die Spielvereinigung wirkt unsortiert, überfordert in den ersten Minuten. Weig mit der klarsten Chance der Sandhäuser, wir sind in der 4. Minute. Und da Haching quasi klassisch überfahren. Allerdings beginnen sich die Oberbayern zu wehren im wahrsten Sinne des Wortes. Skalatidis hilft hinten aus, Otto trifft ihn am Kopf, Schiedsrichter Weller pfeift logischerweise ab. Der Sportpark erwacht allerdings immer noch nicht auf dem Feld. Da ziehen die Sandhäuser die Fäden. Vor der Saison der große Favorit, bislang enttäuschend, Mühling. Vollert sicher, 10. Minute. Die nächsten 10 Minuten passiert wenig. Haching mit mehr Ballbesitz, die beste Torannäherung für Hopsch. Von Möglichkeit möchte ich noch nicht sprechen. Das Trainergespann um Chefcoach Marc Unterberger mit Käppi hat viel Redebedarf. Der Einbau der Talente schreitet weiter voran. Keller im Mittelfeld gesetzt, genau wie Schwabel, der flankende Sportdirektor, im gehobenen Alter allerdings. Fetsch, 29. Minute. Der Stürmer, der gegen Essen beim 4:0 einen Viererpack schnürte, als erster Spieler in Unterhaching, mit der besten Möglichkeit für die Münchner Vorstädter. Rehnen steht genau richtig. Nach 33 Minuten zeigen die Hachinger, dass sie quasi mit der Aufstiegsmannschaft Drittliga-Qualität auf das Grün kombinieren können. Skalatidis. Der Mann hat schon aus 35 Metern getroffen, hier aus 11 nicht. Unterhaching jetzt oben auf. Rehnen baggert wie ein Volleyballer. Präsident Manni Schwabel sieht eine unterhaltsame erste Halbzeit ohne große Aufreger. Die zweiten 45 Minuten beginnen mit weiterhin feldüberlegenen Unterhachingern. Hopsch verstolpert, buxiert die Kugel zu Skalatidis. Sandhausen mit vielen Füßen, die Hachinger mit Willen. Mitunter mit Glück, mit Fetsch, allerdings ohne Abschluss. Nach einem Drittel der Saison ist der Mittelfeldplatz für die Spielvereinigung mehr als verdient. Dann die 53. Minute. Kapitän Seppi Welzmüller unglücklich im Zweikampf. Auch wenn Evina verständnislos reagiert. Welzmüller muss verletzungsbedingt raus. Obermeier für ihn dann in der Innenverteidigung. Der Youngster gleich gefordert. Sandhausen nur noch mit Nadelstichen. In dem Fall mit Stolzes Schuss. Die Trainer mit ihrem Team bereits bei 5 Unentschieden in der Saison. Vorlage Vollert, auch ein Muster bei der Spielvereinigung. Fetsch verlängert, Keller mit ungewollter Vorlage auf Stiefler, ein dickes Ding. Allerdings hören wir den Pfiff und der signalisiert zu Recht. Es ist eine Abseitssituation in der 65. Minute. Sandhausen kann anscheinend nicht mehr zulegen. Nur 1 Minute später, Skalatidis wartet förmlich auf diesen völlig unnötigen Fehlpass. Und dann rollt er der Express. Skalatidis mit Übersteigern in verschiedensten Variationen. Der Abschluss nur einer Ecke würdig, die nichts einbringt. Dafür dieser Freistoß. Wild segelt er durch den Strafraum. Verteidiger Schifferl in der Nähe des Balles, so wie die halbe Belegschaft der Partie. Ein Moment mit Symbolcharakter, 77. Minute. Weitere 2 Minuten später, Haching erkämpft sich die Bälle, setzt nach, besetzt die Flügel, macht alles richtig, eigentlich alles richtig. Hopsch mit einem mickrigen Kopfball am Ende. Es soll einfach nicht das 6. Unentschieden werden. Die nächste Welle mit Skalatidis als Läufer, als Dribbler, als Techniker auf den eingewechselten Maschigo, 82. Minute. Die Hachinger Ultras geben alles und ihre Mannschaft genauso.
Skalatidis Eckball bereits in der 90. Minute. Hopp scheitert an Rehnen, es bleibt beim 0:0. Auf alle Fälle einen Punkt gewonnen, aber fühlt sich gerade ein bisschen komisch an, weil ich finde, das war die ersten 5 Minuten, gehört eigentlich Sandhausen. Und dann habe ich 85 Minuten ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen, mit vielen Strafraumaktionen, mit vielen Abschlüssen, aber irgendwie so ohne die letzte Genauigkeit. Einsatz wird groß geschrieben in Unterhaching. Eine gewisse Zufriedenheit ist eingekehrt. Zum Ziel Klassenerhalt braucht es am Ende allerdings mehr Siege.